Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Gubbies. Gebt dem Video bitte ein Like, ein Abo wäre auch super nett und schreibt mir einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Ich muss euch was gestehen, mir fehlt eine Aufnahme. Ja, eine Aufnahme, in der wir noch einmal die Wiese Humba oder so getötet haben. Um den Bingos Bongos freizuschalten. Der ist ganz witzig. Wir brauchen mit ihm aber Speed, Speed, Speed. Der hat Speed 6 HP, Damage. Damage 2. Oh. 1,5 Sekunden. Ich würde die Einstellung mal so lassen. Wir gehen mal in einen Run. Der dopst halt so lustig und macht wohl nur in diesem Bereich Schaden. Und dann auch nur zwei. Das ist interessant. Man ist sonst gewohnt, es mit Projektilen zu spielen. Er knockbackt aber. Also er macht beides. Dieser Dobserich macht Schaden, Attack Range. Bringt uns das was? Ich würde auf Projektilschaden tatsächlich gehen wollen. Frage ist, mache ich da auch die 3 Schaden, wenn ich nicht rumhüpfe? Nee, wir müssen tatsächlich immer in Bewegung bleiben. Experience Splitter. Okay, aber splitten können sie, das ist schon mal gut. Ist echt witzig. So, was haben wir noch? Die Wave. Die könnte für hier uns interessant sein. Damit haben wir zwei Waves, die in dem Radius Schaden machen. Das ist fast schon so ein bisschen Nahkampfheld. Unser Guru noch mitgenommen. Hatte, dass ich den letzten Run die Aufnahme vergessen habe zu starten. Da sind wir nämlich mit 0, ja, mit 0 Leben relativ lang noch rumgehoppelt. Also, da wir immer 0,2 Schaden kriegen, ist es möglich, bei 0,2 auf 0 zu landen. Das wäre auch stark, wenn wir uns nicht heilen. Wenn wir 10 Leben verlieren, sind das 5 extra, aber 5 extra klingt jetzt nicht noch so viel. Gut, die hier sind halt ein Problem. Ja, Explosionsrad ist fast genauso groß, wie wir selbst sind. Den nehme ich tatsächlich nochmal mit. Es ist zwar nur eine 1,5% Chance, aber hey, besser wie null. Frostborn, nope. Machen wir diese Welle stärker. Charakter macht das auch Sinn. Speed, ja, warum nicht? Hätte ich das mal im Desi-Visi bekommen.
Hailstorm ist immer gut. Aber Meteorit ist auch nett. Nehmen den Meteoriten mit. Aufgrund des niedrigen Schaden ist natürlich auch Projektilschaden nützlich. Stops, das ist schon witzig. Deswegen nehmen wir auch noch Projektilschaden mit. Die Frage ist, ob uns diese AE-Reichweite auch noch hilft. So, faster, wir haben Range Attack Speed. Dann gehen wir auf die Goose. Auf die Kleber. Gut, diese Explosion erwischen uns halt leider immer. Speed Attack Range. Ich würde ja gerne den Ring hier noch verbessern. Da ist er, der kommt gleich zu uns. Das ist natürlich jetzt etwas ungünstig, dass wir so nah ran müssen. Attack Speed. Wir nehmen tatsächlich mal den Skill mit. Hüpfen um ihn herum. Gar kein Zwischenboss auf der Karte. So, jetzt gib mir bitte AE-Range. AE-Radius. Ja, ist deutlich größer. Guckt euch das an. Brauchen mehr AE-Radius mit diesem Charakter. Aber auch definitiv viel. Ja, Kettenblitz ist immer gut. Danke. Wo ist denn der Boss? Da ist er. Hier heißt es komplett gegen. Ist natürlich ungünstig.
Sehr gut. Immerhin schon 3%. Schiffe sind halt auch mit unserem Charakter nicht so einfach zu besiegen. 700 Leben. Magnet. Oh, Magnet ist sehr stark. Gib mir den Magneten. Bahn, sehr gut. Movements für eine Marima. Gott, da warte lange. Ich brauche noch ein bisschen AE-Radius. 3x Crit Chance, 10%, also 30% Crit Chance. Das sieht man auch direkt. Problem ist, wir brauchen Heilung. Schnell. Heilung. Splittung. Noch Magneten. Gibt es das noch ein Level? 4,5% Chance, das ist nett. Das hier richtig sehen. 6%. Ah. Ja, komm. Immer noch keine Heilung. Oh. Ich vergaß, euch gab es ja auch noch. Das auslöst, sind wir Speedy Gonzales. Noch mehr Magneten. Launchable, faster your move. Ist stark, wenn das getriggert wird mit dem Move Speed. Wenn nicht, dann nicht. Schlecht. So, was gibst du uns? Crit Damage, ja. Ist eigentlich ganz cool mit der hohen Crit Chance. Die Spikes dazu. Alles geplatzt. Haben wir in dem Spiel schon mal Heal gesehen? Ich glaube ganz am Anfang, wo ich noch gesagt habe, brauchen wir nicht. Wir müssen überleben. Jokes on me. Mumsa, genau, Mumsa war es. Wir haben dreimal Mumsa getötet. Der ist nämlich ein bisschen schwierig mit so wenig Laufspeed. Frage ist, wie haben wir ihn denn so viel Damage reingeschippert? Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht hier. Mhm. Das war ganz schlecht. Aber gut, wir haben 112 von den Coins. Wir haben wahrscheinlich 800 zusammen. Genau, das heißt, wir haben hier ein extra Projektil.
das wir mit unseren beiden anderen Charakteren sehr gut gebrauchen können. Das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin.